1000 Mal. Herz, Seele, Ball. Der Fußball-Podcast mit Uli Potowski. Und hier kommt die neueste Folge. Herz, Seele, Ball, Freunde. Deutsche Urlauber amüsieren sich. Irgendeiner gurgelt und die anderen müssen erraten, was für ein Lied das ist. Ja, die letzte Ausgabe, hier die in Ägypten beginnt, jetzt gurgeln sie. Das ist das Vergnügen deutscher Urlauber. Ja, die sind alle schlecht gelaunt, weil Deutschland verloren hat, aber sie verdrängen das auf diese Art und Weise, indem sie gurgeln. Später dann ein bisschen mehr über die heutigen Ergebnisse, aber vielleicht genießt ihr noch einmal mit mir den Blick über diese schöne Anlage, wenn sie denn nicht gurgeln würden. Ich weiß nicht, ob man es hört. Arabische Fußballreporter klingen über den Platz in El Guna. Mein Gott, reden die viel. So, also, Abendstimmung, bevor es heimgeht, was mich sehr beruhigt. Die Katzen hier dürfen nicht in die Christian Dior-Geschäfte hinein. Kann aber auch sein, dass es ein stummer Protest ist gegen überflüssigen Luxus. So, Herz, Seele, Ball. Der Abschluss in Ägypten. Ja, es gab leckeres Essen vom heißen Stein. Und Fußball natürlich. Aber die halbe Zeit habe ich nichts gesehen. Weil irgendeiner hat dann auch Schwimmen umgeschaltet hier. Was ich natürlich absolut nicht ertragen konnte. Dann hat man wieder auf Fußball zurückgeschaltet. Und Portugal spielte ja gegen Ghana. War ein spannendes Spiel, soweit ich das mitbekommen habe. Weil zwischendurch haben sie aufs Schwimmen umgeschaltet. Aber es gab am Ende einen 3:2-Erfolg für Ronaldo und Co. Ägyptisches Fernsehen, ein bisschen anders als bei uns in Deutschland, viel lauter, viel greiler, aber schöne und interessante Jingles machen sie. Weiß gar nicht, ob die in Deutschland auch laufen. Ronaldo hat etwas Historisches geschafft, habe ich gerade gelesen. Respekt dafür, aber ja, ich bin hier eher heute auf Gemüse eingestellt gewesen, als auf Fußball, um ehrlich zu sein. Aber ab morgen Abend wieder in Deutschland und dann wird das Herz, Seele, Ball wieder etwas fußballintensiver geben. Jetzt genieße ich noch den Abend, wenn ihr mögt und es mir erlaubt, in Ägypten. Und ja, dann geht es zurück nach Deutschland morgen und ab morgen Abend dann wieder mehr oder weniger normale Ausgaben von Herz, Seele, Ball. Also, ich verabschiede mich aus Ägypten mit einem 3:2 von Portugal über Ghana. Schade, Ghana hätte kurz vor Schluss noch ein verrücktes Tor gemacht. In diesem Sinne, Freunde, bis morgen. Und Uli, denkt schon jetzt am Morgen. Herz, Seele, Ball. Täglich neu.